Hallo und herzlich willkommen hier auf dem Veloschkanal zu einer weiteren Folge FIFA 21 und als allererstes wünsche ich euch natürlich ein frohes neues Jahr und ja, wir fangen heute mal, wir hatten ja bei NBA tatsächlich schon die 116. Folge und hier bei FIFA sind wir schon bei Folge 75, heute spielen wir gegen Napoli im Pokal und gegen Torino in der Liga, ist auch schon echt crazy, dass wir auch hier in dieser Serie uns nach und nach Richtung Folge 100 bewegen und ich würde sagen, wir starten das Jahr direkt mal ohne viel Quatschen hier im Intro oder was heißt Intro, eher so hier am Anfang. Und ja, Pokal gegen Napoli, es ist das Viertelfinale. Das heißt, wenn wir gewinnen, kommen wir auf jeden Fall ins Halbfinale und das wäre auf jeden Fall sehr, sehr nice. Hier in der Coppa Italia spielt Napoli mit einem 4-3-3-System mit Meret im Tor. Ihre Viererkette besteht aus Mendy, Rahmani, Maskimovic und Di Lorenzo. Merino, Fabian und Zielinski bilden das Dreier-Mittelfeld und ganz vorne haben sie Insigne, Onas und Osimhen. Wir dagegen spielen im 4-3-1-2-System mit Donnarumma im Tor. Ein bisschen rotiert haben wir aber auch. Hernandez, Kumbula, Militao, Semedo, kein Koulibaly dabei. Dann Benassa, Camavinga und Kessié im Mittelfeld. Tavares statt Zaniolo offensiv. Und ganz vorne heute mit Andrea Belotti und Rafael Leao. Theo hier jetzt auf Tavares. Spielen es hier jetzt gut. Belotti, Kessié. Und Semedo ist jetzt durchgestartet und der ist unheimlich schnell. Jetzt nächstes Semedo. Semedo zieht selber, Meret hat den Ball zwar, aber das war jetzt mal der erste richtig gefährliche Ball in diesem Spiel. Tavares wird da gefoult, macht das dann aber weiterhin gut. Jetzt hier Leao, Belotti, Kessié mit dem Schuss, auch wenn der weit vorbeiging. Milan zeigt jetzt mal so ein bisschen Präsenz hier nach über 20 Minuten. Belotti gutes Anspiel und Kessié leider sehr unplatziert aus Milans Sicht. Wäre auch zu hoch gewesen, aber sie zeigen sich das erste Mal in diesem Duell hier gegen Napoli. Maskimovic auf Zielinski. Oh, Napoli mit einem Angriff jetzt hier. Osimhen, der Pass war gut und der Ball ist drin. Fabian mit dem Treffer hier für Napoli. Das war so die erste Chance für Napoli in knapp 36 Minuten jetzt hier. Und sie treffen es direkt. Fabian zeigt sein Gesicht bzw. seine Augen. Macht stark. War dann echt gut herausgespielt, muss man sagen. Hier sehen wir es nochmal. Gut hingespielt. Dann hier Osimhen. Spielt den auf Fabian und der hat den direkt genommen. Ohne zu zögern, mit Entschlossenheit reingezogen den Ball. Trifft den da auch sehr komisch, muss man sagen, aber der dreht sich halt perfekt in die Ecke rein. Keine Chance für Gianluigi Donnarumma. Fabian hier mit seinem ersten Tor in der Copa und damit führt hier Napoli jetzt 1-0 gegen Milan. Piotr Zielinski, war das abseits? Nein, sagt der Ref. Onas mit der Flanke und der Ball ist drin. Also da frage ich mich gerade, ich glaube Militao war das, warum klatschst du den Ball nicht weg? Mikel Merino hier mit dem Treffer, die zwei spanischen Mittelfeldspieler von Napoli entscheiden hier vielleicht das Spiel tatsächlich. Also Fabian mit einem Treffer, Merino mit einem Treffer. Ja, die spanische Connection schlägt uns anscheinend. Aber ich will mir gerne nochmal das Abwehrverhalten von Eder Militao angucken. Der wollte den wegschlagen, aber der kam da nicht ran. Ja gut, hier sehen wir es vielleicht nochmal besser. Will den wegschlagen, aber ja, kommt nicht wirklich ran. Na gut, 2-0 Napoli. Jetzt sieht es natürlich sehr, sehr gut für sie aus. Für uns natürlich komplett das Gegenteil. Und jetzt wird es schwierig, hier nochmal backzukommen. Leao. Gute Bewegung von Leao. Und jetzt hier Benacer, aber Meret hält den, weil er einfach viel zu zentral kam. Hätte er besser abschließen müssen, Benacer. Leao wirklich mit einem guten Pass und dann Benacer. Viel zu zentral geschossen den Ball. Benacer. Belotti. Zaniolo bringt den auf Rebic. Theo. Flankenmöglichkeit. Zaniolo wäre da gewesen, aber leider kommt er da nicht an den Kopfball. Wir versuchen aber nochmal alles. Jetzt hier Nelson Semedo. Camavinga. Camavinga. Darf schießen und knallt den Ball rein. Was ein Ding von Camavinga. Nice. Das war mal ein nices Ding hier. Was ein Gefährt von Camavinga. Eduardo Camavinga sollte inzwischen in Italien bekannt sein für diese Weitschusstore. Das kann der Junge einfach. Das französische Supertalent. Was ein Gerät hat der hier gerade rausgehauen. Und wir haben dann noch knapp etwas, so um die 15 Minuten mit Nachspielzeit, vielleicht ein bisschen mehr, um hier wirklich nochmal ranzukommen. Hier nochmal aus jedem Winkel. Eduardo Camavinga, so aus knapp 20 Metern kann man sagen, nimmt er diesen Ball hier. Und da ist Fimeri gar nicht zu halten. Der war nicht mal überplatziert. Der war gut platziert, aber nicht überplatziert. Aber die Geschwindigkeit und die Wucht, mit der der Ball aufs Tor kam, war einfach unhaltbar für Meret. Erstes Tor natürlich in der Copa, gibt noch eine kleine Auswechslung. Wir haben jetzt
17 Minuten, ja, 14 Minuten regulär plus Nachspielzeit noch, um das aufzuholen. Und stark von Kumbula dazwischen gewesen. Jetzt Kamavinga. Jetzt geht natürlich jeder wieder offensiv. Ante Rebic hier. Rebic. Und jetzt hier Theo Hernandez knallt ihn rein. Es ist das 2-2 in der 89. Minute. Ja, stark. Milan gleicht das Ganze hier tatsächlich in der Schlussphase aus 76. und 89. Minute. Die beiden Treffer. Meret, ja, guckt da nach oben, denkt sich, ihr wisst welches Wort mit F auf Englisch. Und Rebic, super Vorlage. Theo sogar mit seinen schwächeren Rechten macht er den rein. Sehr, sehr nice. Wir sind hier auf jeden Fall zurück und es geht dann höchstwahrscheinlich jetzt in die Verlängerung, wenn nichts mehr passiert. Also wenn jetzt noch irgendjemand einen Treffer macht, dann ist es wahrscheinlich die Entscheidung. Sehr nice. Wir sind nochmal rangekommen und 2-2 steht es damit erstmal. Okay, Napoli hält den Ball und damit geht es jetzt in die Verlängerung. Haben die ganze Zeit den Ball sich hin und her gespielt. Delaney, jetzt hier guter Pass, Fabian, aber Kumbula dazwischen, stark. Theo. Zaniolo. Na, der Pass war nicht optimal, aber kommt immerhin an. Belotti. Schöner Pass hier auf Ante Rebic und Zaniolo läuft da, glaube ich, mit. Da ist Nicolo. Zaniolo knallt den Ball da rigoros einfach rein in der 95. Minute. Also mit weniger Mitleid kann man den Ball nicht härter reinknallen. Also wenn Meret den irgendwie hält, dann kann er sich, was weiß ich, entweder neue Knochen einsetzen lassen oder neue Organe sich irgendwie besorgen. Denn bei dem wuchtigen Ball hätte es ihn komplett zerschossen. Also hier Ante Rebic und dann Zaniolo ohne Gnade. Einfach mittig oben rein. Meret lieber besser, dass er irgendwie anders was versucht hat hier. Muss natürlich irgendwie spekulieren. Entweder du lässt dich fallen oder sonst was, um an solche Bälle nochmal ranzukommen. Milan dreht die Partie aber sehr, sehr stark hier. Man kann sagen, in knapp 20 Minuten haben sie das Ding hier gedreht. Von der 76. bis zur 95. Minute die Treffer. 3-2 Milan. Super Comeback der Mailänder. Benassa. Kessi. Oh, Belotti mit der Hacke. Rebic, schöner Pass auf Benassa. Das könnte jetzt hier die Entscheidung werden. Benassa verliert da den Ball fast. Und es gibt anscheinend Elfmeter, weil er zu viel gehalten hat. Oh, ich weiß nicht, ob man hier für Elfmeter geben muss. Da muss man ganz ehrlich sein. Ich habe mich ja selber schon sehr, sehr oft über den Elfmeter-Bug in FIFA aufgeregt. Ja, und ganz ehrlich, also das ist ein bisschen mit der Schulter, aber das ist halt kein Elfmeter. Aber ich sag mal so, oft genug waren wir Opfer davon. Jetzt haben wir mal die Chance hier selber zu profitieren. Und Belotti macht ihn nicht rein. Er macht ihn einfach nicht rein. Andrea Belotti wollte ihn zu präzise machen. Wollte ihn einfach zu präzise machen. Wahrscheinlich ist es eh nicht mehr entscheidend, weil das Spiel jetzt gleich abgepfiffen wird. So, der hohe Abschlag. Und das Spiel ist abgepfiffen. Und wir sind damit im Halbfinale der Coppa Italia. So sehen übrigens die Ergebnisse aus der anderen Partien. Genua gewinnt gegen Atalanta überraschend 3-1. Roma setzt sich gegen Udinese durch. Wir eben 2-3 gegen Napoli. Und Lazio klatscht Inter weg. Kein Juventus-Turin mehr dabei. Das heißt, wir haben echt große Chancen, den Pokal zu gewinnen. Tendenziell würde ich sagen, ist Lazio der schwerste Gegner. Mit Valverde und Co. Für Roma ist es ähnlich wie für uns so ein Wettbewerb der Hoffnung. Denn die Roma steht ja auch sehr, sehr schlecht da in dieser diesjährigen Serie A-Saison. So, hier gegen Torino in der Serie A spielen wir heute mit einer Dreierkette. Mit Donnarumma im Tor wie immer. Dann Kumbula, Koulibaly und Militao, unsere Stammabwehrkette, wenn wir mit der Dreierkette spielen. Netz, Kamavinga, Kessié und Conti hier im Vierer-Mittelfeld. Da gab es die größte Rotation. Zaniolo im offensiven Mittelfeld und Belotti und Rebic ganz vorne bei uns. Bei Torino sieht es wie folgt aus. Im 4-3-1-2-System spielen sie. Sirigu im Tor, Rodriguez, Joaquim, Bongiorno und einer in der Viererkette. Das Dreier-Mittelfeld besteht aus Cook, Beltran und Linetti. Offensiv will hier Gojak den Ton angeben. Und ganz, ganz vorne haben sie Wesley und Dala. Beltran auf Gojak hier. Der sucht wieder Beltran. Das war super gespielt, aber abgefälscht. Und Donnarumma am Ende dran. Und sein Ball kommt auch nicht an. Torino wieder gefährlich. Wesley, Kumbula, was ein Tackling. Aber Foulspiel war es angeblich, sagt der Ref. Aber Kumbula jetzt sauber dazwischen. Okay, zweimal Präsenz gezeigt hier, Kumbula. Und jetzt hier Belotti und Ante Rebic. Das war mal ein guter Doppelpass. Jetzt Ante Rebic läuft da jetzt alleine zu. Belotti braucht ein bisschen. Rebic auf Kessi, der Schuss. Ah, umplatziert. Sah erst gefährlicher aus, als er war. Hier sehen wir es nochmal mit links. Boah, ja, ja. Geht schon ein bisschen klarer daneben.
War nicht ganz ungefährlich, aber ja, leider nicht aufs Tor. Das wäre schön gewesen, aber ich glaube, Sirigu wäre da trotzdem dran gewesen. Belotti, Doppelpass hier mit Anteric und jetzt hier Andrea Belotti. Belotti überspielt da Sirigu, lupft den dann nicht rein, wollte ihn lupfen und dann war aber Joaquim mit seinem Fuß dran. Ah, Belotti, vielleicht ein bisschen zu kompliziert, das war auch super spitz dann der Winkel. Trotzdem wichtig, dass der Joaquim dran war. Ante Rebic und der Ball ist drin. Was ein geiles Tor hier von Ante Rebic. Kann man mal so machen. Der Kroate mit einem absoluten Traumtor hier. Richtig nice das Ding. Koulibalys Kopfball und dann hier Andrea Belotti bringt den zu Rebic. Der hat viel zu viel Platz. Torino konzentriert sich viel zu sehr darauf, den Raum zu decken. Stehen da zwar gut in der Viererkette. Nur das Problem ist, wenn du Rebic natürlich so aus gut 25 Metern den Platz gibt, dann kann er so einen natürlich auch mal raushauen. Und das hat er hier auch getan. Geiles Tor auf jeden Fall von Rebic. Schön platziert oben rechts reingehauen das Ding. Also sein 13. Saisontor war definitiv eins seiner ansehnlichsten Saisontore. Und damit sind wir hier in Führung in einem bisher eher schweren Spiel für beide, was Torchancen angeht. Guck hier jetzt beim Freistoß für Torino. Und der Ball ist drin. Was macht denn bitte Donnarumma da? Wesley gleicht hier relativ schnell aus per Kopfball. Bei Gianluigi Donnarumma darf man sich ja mal fragen, was er davor hatte. Also entweder du kommst raus oder du bleibst in deinen Kasten. Aber nicht so dieses, ich gehe raus und dann entscheide ich mich doch nochmal in letzter Sekunde um. Hier sehen wir es auch. Er kommt da raus und wahrscheinlich hätte er den Ball... Nee, den hätte er nicht gehabt. Den hätte er auf gar keinen Fall gehabt. Ja, das war definitiv ein Gegentor, wo Donnarumma viel Mitschuld dran hat. Also das 8. Saisontor von Wesley hier. Denn der hat da definitiv die falsche Entscheidung getroffen, da so halbherzig rauszugehen. Die nächste Standardmöglichkeit hier jetzt für Wesley, den bringt er rein. Oh, das war gut gespielt und da ist jetzt Torino. Und die gleichen innerhalb von ein paar Minuten hier per zwei Standardtore aus. Da sieht Milan natürlich gleich zweimal nicht so gut aus, muss man sagen. Einmal Donnarumma überhaupt nicht und jetzt einmal hier war der Gegenspieler von Torino komplett frei im Strafraum. Wie kann sowas passieren? Camavinga war bei ihm. Ja, und lässt ihn einfach ziehen. Lässt ihn einfach ziehen. Also Camavinga... Also von Zuteilung hat der junge Franzose anscheinend noch nicht so viel gehört. Denn das war jetzt richtig schlecht. Du darfst deinen Gegenspieler ja nicht so weit, ja hier Fran Beltran einfach so alleine lassen. Also der hätte ja noch Zeit gehabt, sich noch zwei Sekunden zu überlegen, was mache ich eigentlich. 2-1 für Torino hier. Und Koulibaly mit einer guten Grätsche, jetzt hier wieder Beltran. Koulibaly. Jetzt muss natürlich schnell gehen für Milan. Rebic. Auf Saniolo und jetzt ist hier Marcus Thuram. Thuram, was mache ich denn da? Warum ziehe ich nicht ab? Ich wollte ihn da ausspielen. Das war nicht die beste Entscheidung. Camavinga. Saniolo auf Thuram. Jetzt macht er ihn rein. Schön. Jetzt hat er ihn reingemacht. Vorhin wollte ich ihn noch ausspielen. Jetzt macht er ihn einfach rein. Macht das 2-2. Gleicht hier wieder sehr, sehr spät aus. Also Milan wirklich mit späten Toren. Momentan ihre Spezialität war übrigens auch super gespielt von Thuram, damit der Hacke auf Saniolo und dann der Doppelpass natürlich auf Thuram, der den dann auch einfach jetzt reinmacht. Sirigu kommt da nicht mehr ran. Eventuell kann man ja nochmal so Druck machen, dass man noch irgendwie zu einer Chance kommt hier mit der Nachspielzeit. Wird aber schwer, es steht 2-2. Wir haben immerhin nochmal ausgeglichen. Boah, hier guckt, das ist nochmal richtig gefährlich. Rodriguez, Donnarumma hält den irgendwie, Koulibaly klärt den Ball. Es gibt nochmal Ecke, Torino hier nochmal richtig gefährlich jetzt. Sie haben nochmal wirklich die Chance, hier auszugleichen. Eckball. Luca Netz war da, glaube ich, dran. Luca Netz hat uns hier wahrscheinlich ja das 2-2 gerettet, Gott sei Dank. Wir haben mal wieder durch einen späten Treffer hier ausgleichen können und schauen natürlich, was dieses eine Pünktchen hier uns bringt in der Serie A-Tabelle. Bevor wir hier in die Tabelle reingehen, habe ich tatsächlich eine Nationalmannschaftsaufwerte von England und ich muss sagen, das finde ich gar nicht so uninteressant. Die englische Nationalmannschaft wäre auf jeden Fall sehr, sehr nice, mal wieder zur Weltmeisterschaft oder einer Europameisterschaft zu führen. Ihr müsst mir mal gerne in die Kommentare schreiben, soll ich England annehmen oder nicht? Denn das finde ich gar nicht so uninteressant. Und wir haben ein Transferangebot für Ante Rebic von 71 Millionen von Borussia Dortmund. Wir gehen da mal in die Verhandlungen rein, aber ich werde natürlich Sachen fordern, die sie mir höchstwahrscheinlich nicht bieten werden. Ich sage auch mal so, Rebic würde ich maximal abgeben, wenn ich am Ende so viel Geld habe, um zum Beispiel einen Erling Haaland zu holen.
Und ich glaube nicht, dass sie mir das bieten werden. Wir gehen mal erstmal hoch auf 150 Millionen. Wahrscheinlich sagen sie dann direkt, yo, Leute, wir haben keine Lust mehr. 71,8. Nee, dann lehnen wir es doch direkt ab, weil bringt ja nichts. Was soll man da großartig verhandeln? Ich will ihn ja theoretisch, eigentlich will ich ihn ja eh nicht abgeben, so. Aber nun gut, ich würde dann auch jetzt mal sagen, gehen wir nochmal kurz in die Tabelle rein. Und wir sehen ja, wir sind 5 Punkte noch weg. Also ich habe es eben schon in der kleinen Tabelle gesehen. Wir sind nur noch 5 Punkte weit weg von Atalanta. Und das ist der Euroleague-Platz. Champions League mit 9 Punkten ist schon viel. Ist schon ordentlich. Aber ihr seht ja auch hier, Genua, Roma, Lazio sind die anderen Teams in der Coppa Italia. Das heißt, gewinnt Lazio die Coppa Italia, wären wir auch mit Platz 7 in der Euroleague, wenn wir sie gewinnen sowieso. Aber Roma und Genua sind momentan unter uns. Das heißt, der 7. Platz ist bisher nicht ein Europa-League-Platz. Außer eben Lazio oder wir gewinnen den. Aber dann sind wir ja selber schon in der Euroleague. Ihr wisst hoffentlich, was ich meine. Lazio sogar 2. momentan. Juve können echt nach 11 Jahren, also haben ja auch ingame-mäßig 2-mal die Meisterschaft geholt. Nach 11 Jahren könnten sie die Meisterschaft das erste Mal nicht holen. Auch mal ein bisschen Abwechslung. Ich würde aber sagen, ich verabschiede mich mit dieser Folge. Auf jeden Fall das Outro schon mal komplett verkackt. Aber ich lasse es drin. Ich verabschiede mich trotzdem von euch. Wie gesagt, frohes Neues an euch alle. Ich hoffe, ihr startet nice ins neue Jahr. Und ich hoffe, ich verspreche mich in den nächsten Folgen nicht so viel. Euer Veloschen meldet sich ab. Und bye bye.